Ich spiele dieses Jahr im November auf dem deutschlandweit größten Age of Sigmar Turnier, dem Raccoon Rumble. Und dafür brauche ich überhaupt erstmal eine Armee. Und die ist hier drin. Denn ich habe jetzt lange überlegt, was ich für eine Armee mache für Age of Sigmar. Und es sind dann tatsächlich Slaves to Darkness geworden. Und ich muss jetzt allerdings überhaupt erstmal ausprobieren, ob mein Farbschema, das ich mir überlegt habe, funktioniert. Denn ich will so ein bisschen was Besonderes machen, was man nicht unbedingt schon gesehen hat. Aber ich habe halt keine Ahnung, ob es klappt. Ja, und wie ihr seht, besteht meine Liste eigentlich ausschließlich aus Kavallerie. Es sind noch 20 Chorus-Kabale und 2 Magier dabei. Die sind allerdings noch nicht angekommen. Aber ich sag mal, das ist auch der Kern der Armee. Die Jungs spielen im Garten Warhammer und ich sipp hier weg. Deswegen setze ich mich jetzt auch in den Garten. Ich habe mich jetzt hier in den Garten gepflanzt. Ich glaube, ich muss regelmäßig in den Pool springen, weil es ist überhaupt nicht besser. Es ist gar nicht besser. Aber hier habe ich wenigstens Gesellschaft. Ja, also ich habe jetzt 2 aufgebaut. Das ist mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Und ich habe da noch 3 Boxen von stehen. Mir ist zu warm. Ich gehe jetzt erstmal in den Pool. Danach grillen wir. Und dann, ja, wird das den Rest meines Tages einnehmen. Ich weiß nicht mal, ob ich heute fertig werde. Dieses Video wird präsentiert von Games Island. Hier findest du alles, was das Warhammer-Herz begehrt, zu fairen Preisen. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe mich dann auch letzten Endes nicht mehr weiter aufraffen können, die Sachen fertig zu bauen, weil sie dauern halt lange und ich bin eh nicht der Riesenbastelfan. Deswegen habe ich mir gedacht, wir kümmern uns jetzt erstmal ums Malen. Denn ich habe mir ja so ein Grundkonzept für ein Farbschema überlegt. Und bevor ich jetzt alles aufbaue und tue und mache, will ich eigentlich erstmal testen, ob das überhaupt funktioniert. Kurz also zu meinem Plan. Ich habe mir überlegt, meine Slaves to Darkness so ein bisschen in einem Todesritter-Lich-King-Farbschema von World of Warcraft zu bemalen. Hintergrund dazu ist zum einen, da ich früher relativ viel WoW gespielt habe und der Lich-King und die Geschichte darum eigentlich so mit mein liebster Part an World of Warcraft war. Und ich habe ja ganz früher bei Fantasy, habe ich schon mal Chaoskrieger gespielt und die hatten auch so einen leichten, ja, sehr dunklen Schnee-Frost-Touch dran. Und ich dachte, komm, wir nehmen das alles irgendwie so, verpacken es neu und gucken, ob wir irgendwas Geiles Neues draus machen können. Ich habe mir also so von meinen Lieblings-Artworks die Stellen rausgesucht, die ich am coolsten fand und kombiniere die jetzt alle einfach irgendwie, um letzten Endes ein geiles Farbschema zu haben. Angefangen habe ich dann natürlich damit, das Modell erstmal zu grundieren. Ich habe jetzt auch hierfür keinen Varenguard genommen, denn die sind ein bisschen spezieller und haben mehr eigene Details und ich wollte ja wirklich gucken, ob das Schema für die Armee funktioniert. Deswegen nehme ich hier einen gewöhnlichen Chaosritter. Nachdem ich den Ritter also schwarz grundiert hatte, habe ich ihn erstmal komplett mit Lead Grey von AK angesprüht. Denn zum einen wollte ich, dass meine schwarze Rüstung schon mal so einen leichten Blautouch bekommt, weil es muss alles einen Blautouch kriegen, weil es halt dieses Frostthema ist. Aber zum anderen brauchte ich auch einen einheitlichen Grundton, weil es gibt halt das Schwarz aus der Sprühflasche nicht einfach so als Farbtöpfchen. Und wenn man was ausbessern will oder sich vermalt, sollte man wirklich einen einheitlichen Grundton auf dem Modell haben. Danach sprühe ich mir meine ersten Highlights mit Dark Blue Grey von AK ein. Auch hier habe ich wieder geschaut, dass ich einen Grauton nehme, der so einen leichten Blautouch hat, aber auch schon mal eine ordentliche Schippe heller ist. Denn ich möchte schon, dass die schwarze Rüstung richtig schön reflektiert, denn das sieht man auch so ein bisschen in den Artworks, dass es zwar eine dunkle Rüstung ist, aber doch schon relativ shiny. Die Highlights verstärke ich danach dann nochmal mit Pale Grey. Auch einfach die gleichen Stellen, allerdings was feiner. Ich schaue also wirklich, dass die Rüstungsflächen einen sehr, sehr hohen Kontrast haben. Auch ruhig mal eine super helle Fläche direkt auf eine super dunkle trifft, weil dann sieht es einfach metallischer aus. Um eben diesen Kontrast nochmal ein bisschen mehr zu erhöhen, habe ich mir jetzt nochmal Abaddon Black von Citadel genommen und durch die Airbrush nochmal die schwarzen Stellen dunkler gesprüht. Ich benutze hier auch wirklich Abaddon Black von Citadel, weil es das schwärzeste Schwarz ist, was es an Farben gibt, weil von ganz vielen anderen Herstellern ist die schwarze Farbe irgendwie off-black. Die ist leicht gräulich oder super matt und sieht deswegen nicht so dunkel aus. Aber das von GW, das ist super dunkel, das funktioniert richtig gut. Um das Ganze jetzt abzusichern, bin ich einmal mit dem Saturnlack drüber gegangen, weil ich finde, mit dem Saturnlack sehen geairbrushte Flächen auch einfach nochmal ein bisschen smoother und schöner aus, damit ich dann gucken kann, was ich jetzt überhaupt damit anfangen will. Ja, und an dieser Stelle habe ich mir vielleicht mein eigenes Grab geschaufelt. Denn mir ist aufgefallen, dass diese schwarze Rüstung irgendwie so einen Non-Metallic Metal Touch hat. Und dann kam mir diese absolut verrückte Idee, warum male ich die nicht Non-Metallic Metal an?
Ich meine, die schwarze Rüstung ist ja jetzt fertig und so viel weiteres Metall ist ja gar nicht mehr auf den Modellen. Aber bevor ich da überhaupt richtig reindive, habe ich mir gesagt, komm, ich probiere das an einer Fläche einfach mal aus und schaue, wenn ich so ein richtig roughes Non-Metallic Metal mache, ob das schnell geht. Wir schnappen uns also die eine Rüstungsplatte vom Pferd und probieren da das Ganze einfach mal aus. Als Basiston für das Gold nehme ich Grey Brown von AK. Ich möchte nämlich so ein bisschen wie auf den Artworks ein sehr kaltes, stumpfes Gold haben und deswegen benutze ich hier auch ein relativ kaltes, desaturiertes Braun. Als nächstes nehme ich dann British Khaki von AK und klatsche auf die Stellen, wo ich sagen würde, da sollte es heller sein, diese Farbe drauf. Das Ganze mache ich so ein bisschen undeckend, das heißt, ich nehme nicht ganz so viel Farbe auf den Pinsel und stipple es sehr drauf, um so eine schöne, raue, unsaubere Textur zu erhalten. Das Ganze mache ich dann auch nochmal in einer zweiten Schicht, aber etwas feiner zu den Highlights hin, um den Ton da einfach nochmal zu intensivieren. Als nächstes nehme ich mir Green Ochre von AK und setze einfach direkt schon meinen Kantenakzent. Ich möchte ja nicht, dass das Gold super hell und intensiv wird, deswegen ist das British Khaki auch wirklich das höchste an Farbe, was ich in die Flächen setze. Mit dem Green Ochre ziehe ich wirklich alle Kanten nach, denn dieses typische Non-Metallic Metal bekommt man vor allem, wenn man eine Fläche komplett Kanten akzentuiert. Dadurch sieht es halt einfach nochmal mehr shiny aus, reflektiert mehr und es schließt die Fläche auch einfach nochmal schön ineinander ab. Ein paar feine Stellen der Kanten highlighte ich dann noch mit Ice Yellow, einfach um hier auch nochmal diese Reflexion etwas mehr rauszuarbeiten. Für den Fall, dass mir an manchen Stellen die Kanten jetzt etwas zu blass oder zu hell sind, nehme ich mir das British Khaki und glaze das so ganz dünn nochmal ein wenig über die Kanten, um den Farbton anzupassen. Dadurch, dass ich die Farbe wirklich nur super dünn auftrage, behalte ich den Kantenakzent, so wie er da ist, noch bei, aber färbe ihn einfach ein und dadurch sieht auf einmal das Gold relativ stimmig aus. Jetzt muss ich natürlich auch die schwarzen Metallplatten noch so ein bisschen mehr non-metallic aussehen lassen und dafür nehme ich mir das höchste Highlight, das ich zum Airbrushen benutzt habe, also Pale Grey. Die Kanten setze ich hier auch ruhig ein bisschen rougher und ruhig die ganzen Kerben, die einmodelliert sind, die auch mit akzentuieren, damit es einfach nochmal so ein bisschen raussticht. Die ganzen kleineren Details, wie irgendwelche Metallringe oder auch die Ketten, die unter der Rüstung sind, die mache ich relativ unkompliziert, weil ich will ja nicht super viel Zeit da reinstecken und es muss ja auch fertig werden. Das bedeutet, ich benutze hier einfach Blue Grey und gehe einmal so ein bisschen schräg über die Ketten drüber, damit die so ein leichtes Highlight abbekommen. Bei den Ringen, die an den Metallstellen noch mit dran sind, da setze ich auch nur hier und da so ein kleines Highlight und dann gehe ich einfach einmal mit 00 drüber. Das 00 schattiert zum einen natürlich nochmal die tieferen Flächen, bindet dieses roughe Highlight aber auch einfach nochmal besser auf diese krass texturierten Flächen ein. Ich sag mal so grob, funktioniert das wirklich nur auf sowas wie diesen Kettenrüstungen oder so ganz, ganz kleinen Mini-Details. Alles, was ein bisschen größer ist, müsst ihr schon ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, damit das irgendwie metallisch aussieht. Jetzt ist mir allerdings auch aufgefallen, dass die schwarze Rüstung ja gar nicht mehr so richtig schwarz aussieht. Was ich aber auch nicht schlimm finde, es sieht wirklich eher aus wie eine metallende Rüstung. Allerdings ist den Jungs aufgefallen, dass sie irgendwie zu glatt aussieht. Und dass es irgendwie dadurch nicht stimmig ist auf dem Modell. René hatte dann aber einfach die Idee, dass ich mir nochmal das Dark Blue Grey schnappen sollte und einfach die Übergänge von meinem Airbrush Highlight auch ein bisschen zerkratzen und anstippeln muss. Und ja, das habe ich dann einfach mal ausprobiert und das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Es hat das Ganze nochmal ein bisschen aufgelockert, rauer gemacht und besser in diesen insgesamten Look des Non-Metallic Metal eingeführt, die anderen Stellen vom Modell schon vermitteln. Und ja, ich weiß, wenn ich jetzt nochmal fünfmal mehr Arbeit in das Non-Metallic Metal reinstecken würde, sähe es noch sehr, sehr, sehr viel besser aus. Aber ich habe das Gefühl, dass es schon gut aussieht und vor allem in einem zeitlichen Aufwand ist, der für eine ganze Armee tatsächlich machbar sein könnte. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Rest des Modells. Und einer der weiteren sehr großen Teile, die Modelle ausmachen, sind die Umhänge und Stoffe. Hier habe ich mich auch an einem bestimmten Artwork vom Lich King so ein bisschen orientiert, weil er hatte einen sehr grünlich-bläulich-dunklen Mantel an und das fand ich irgendwie cool. Weil einerseits ist es noch sehr stimmig zum Modell, aber die Farbe sticht trotzdem so ein bisschen raus. Dafür nehme ich erstmal Dark Sea Blue und bemale alles, was ich an Stoff habe am Modell. Ist die Grundfarbe getrocknet, nehme ich mir jetzt Green Grey von AK und mische es 50-50 mit dem Dark Sea Blue zusammen. Damit highlighte ich jetzt wirklich relativ stumpf erstmal alle hohen Falten vom Mantel.
Dadurch, dass die Farben sich auch sehr ähnlich sind, muss ich hier auch gar nicht sweatblenden oder irgendwie aufwendig machen. Ich kann die Farben einfach schön übereinander legen und dadurch sieht es auch wieder schön rau und rough und so ein bisschen kratzig aus. Und das ist ja irgendwie so der Look, den ich eh fürs ganze Modell haben will. Habe ich alle oberen Flächen soweit nachgezogen, nehme ich mir jetzt einmal das pure Green Grey und setze die erste Kante. Hierbei kann ich ruhig richtig rough sein, teilweise einfach nur mit der Seite vom Pinsel über eine ganze Ebene die ganzen Kanten wegerwischen, bisschen kratzen, bisschen stippeln. Hauptsache es ist überall eine Kante dran und sie hat Textur. Wir wollen wirklich keine einfach nur glatte, langweilige Kante. Um dem Mantel noch ein bisschen Tiefe zu verleihen, schnappe ich mir jetzt einmal Aberdeen Black und verdünne es mir zu einem relativ wässrigen Glaze. Damit fahre ich jetzt einmal alle tieferen Falten des Mantels nach. Auch hier muss ich nicht großartig aufs Blenden achten, denn es soll wirklich einfach nur diese ganz tiefen Stellen abdunkeln. Und es ist wirklich so weit runter verdünnt, dass es sich quasi automatisch in die Übergänge blendet. Zu guter Letzt nehme ich mir dann ein bisschen Ice Yellow und mische es zu gleichen Teilen nochmal mit dem Green Grey. Damit fahre ich nochmal die Kanten nach, wo ich sage, ja, die liegen nochmal ein bisschen höher, die müssen nochmal ein bisschen mehr böllern und rausstechen. Und dann haben wir den Mantel eigentlich auch schon fertig. Dann kamen noch so ein paar weitere Kleinigkeiten am Modell, zum Beispiel auch das Pferd. Das habe ich jetzt einfach so in einem natürlicheren, dunkleren Braun gemacht, weil ist ein böses Pferd, ist dunkel. Nachdem die Grundfarben soweit dann drauf waren, ging es jetzt bei dem Modell erstmal darum, das Non-Metallic Metal fertig zu machen. Und ja, es hat dann doch ein Weilchen länger gedauert, das gesamte Modell fertigzustellen, als nur die eine Testfläche. Aber ich habe mir gedacht, komm, ich will das jetzt durchziehen. Es ärgert mich halt einfach immer wieder, dass ich meine Armeen nur halbherzig bemalen kann. Ich weiß, sie müssen halt für Content halt auch fertig werden. Ich will sie für Turniere fertig kriegen. Ich will damit spielen. Und deswegen kann ich gar nicht so viel Zeit reinstecken, wie ich es eigentlich wollen würde. Und dass ich halt bei einem Turnier eigentlich nie Best Painted mit nach Hause bringe, ist auch verständlich. Weil es gibt mittlerweile so viele Maler im Hobby, die so viel Zeit und Liebe darin investieren, ihre eine Armee fertig zu machen. Und die haben es dann auch wirklich verdient, Best Painted mit nach Hause zu nehmen. Aber für mich bin ich jetzt an so einen Punkt gekommen, dass ich sagen kann, hey, ich habe eine Menge Armeen, die ich zum Spielen habe. Ich glaube, ich sollte meine nächsten Armeen wirklich mal anfangen, in einem Standard zu bemalen, dass ich auch wirklich zu 100% damit zufrieden bin. Und die Chaoskrieger werden genau da für mich jetzt der Anfang sein. Es sind bis zum Raccoon Rumble jetzt noch 2 Monate. Und natürlich müssen wir für Paintomancy auch noch anderen Content produzieren. Ich muss noch einige Malaufträge für den Malservice fertig machen. Und diese Sachen haben natürlich eine höhere Priorität. Aber ich werde jetzt einfach bis zum Raccoon Rumble sehr, sehr viel von meiner Freizeit darin investieren, meine Armee zu bemalen. Weil, ganz ehrlich, wenn ich irgendeinen anderen Job hätte, könnte ich ja auch nicht zu anderen Zeiten malen, zu denen, die ich jetzt malen werde. Aber wisst ihr was? Das ist mir egal. Ich bin hyped. Ich werde einfach so viel Zeit darin investieren und es wird einfach die schönste Armee werden, die ich je für mich bemalt habe. Nach ein paar restlichen Details wie abgeschlagene Hände, Hörner und noch ein paar weiteren Kantenakzenten hier und da, kommen wir zu einem weiteren großen Part der Chaos-Modelle, und zwar Schädeln. Ich möchte, dass die Schädel an meinen Modellen wirklich richtig realistisch und schön aussehen und deswegen werde ich auch hier wieder sehr rough arbeiten, aber glaubt mir, es geht so viel schneller, als man dann noch denkt und sieht, finde ich, sogar besser aus. Mein Grundton für das Ganze bildet Khaki von den neuen Vallejo Game Color Farben. Die Farbe deckt zum einen einfach mega gut und hat, finde ich, einfach schon so einen richtig schönen, bräunlichen, auch schon leicht angegammelten Look, was einfach perfekt zu Schädeln passt. Beim Auftragen der Farbe achte ich auch darauf, dass ich so ein paar Recesses einfach noch schwarz lasse. Dann muss ich da hinterher kein Blacklining machen oder das mehr aufwendig abdunkeln. Das spart mir einfach hinterher Arbeit, es jetzt nicht zu bemalen. Mit Grim Brown von AK, was ich mir zu einem relativ dicken Glaze anmische, matsche ich dann einmal über den kompletten Schädel drüber und fokussiere mich wirklich darauf, diese ganzen tieferen Ebenen halt was abzudunkeln. Das kann hier auch ruhig richtig schmierig und fleckig sein, denn so ein Schädel hat ja auch keine super glatte, geleckte Oberfläche. Die sind halt rau, haben Dötscher, mal ein bisschen tiefere Stellen und das können wir hier jetzt schon mal richtig reinarbeiten. Wenn mein Glaze getrocknet ist, nehme ich mir dann Bone White von Vallejo und mische es 50-50 mit dem Khaki.
Ich nehme mir hierbei auch nicht zu viel Farbe auf dem Pinsel, damit, wenn ich jetzt auf dem Schädel arbeite, das Ganze so ein bisschen transparent wirkt. Dadurch kann ich durch Stippeln und so kleines Tupfen überall dann schon mal anfangen, die Highlights wieder rauszuarbeiten und einfach, wenn ich dann von der gleichen Farbe zwei Schichten übereinander mache, mir einen Farbverlauf bilden. Einfach dadurch, dass ich zuerst eine semi-transparente Schicht mache, dann mache ich nochmal eine transparente Schicht drüber, aber ein bisschen versetzt. Und dadurch kann ich mir dieses ganze Gewettblende und Gegläse sparen, weil ich einfach quasi nicht deckend male. Ist eigentlich voll komisch, wir wollen immer deckend malen, aber jetzt will ich extra nicht deckend malen. Das zweite Highlight mache ich dann mit purem Bone White von Vallejo. Einfach die hellsten Stellen nochmal so ein bisschen nachziehen, ebenfalls gerne wieder was transparenter, dass man mit einer zweiten Schicht das Ganze wieder dann quasi normal deckend macht, aber eben den Übergang hat. Zu guter Letzt mische ich mir das Bone White dann nochmal 50-50 einfach mit einem ganz normalen Weiß und ziehe nur die allerhöchsten Stellen vom Schädel nach und natürlich die Zähne vom Schädel, damit die so richtig schön rausstechen. So schnell geht das eigentlich, ne? Ich habe mir früher mal so viel Aufwand gemacht, Schädel super schön glatt und smooth zu bemalen, aber eigentlich sieht's in dieser etwas hingerotzten Variante dann doch sehr viel geiler aus. Und nun kommen wir zu dem letzten wirklich wichtigen Detail, gerade wenn ich sagen will, ich möchte es in einem Todesritter Lich King Farbschema bemalen, und zwar spooky blaues Leuchten. Und Leute, blaues Leuchten malen ist wahrscheinlich von allen Leuchtfarben das ätzendste, weil Blau irgendwie komisch ist. Ich habe mir also erstmal 5 Farben rausgesucht, mit denen ich testen will, wie sie als Glow-Effekt wirken würden. Wir haben hier einerseits das Ink von Dallaroni, von den neuen Vallejo Game Color Farben das Blau und Türkis und noch 2 Contrasts. Um das Ganze dann erstmal zu testen und nicht direkt mein Modell einzusauen, habe ich mir also auf einem schwarzen Blatt Papier erstmal 5 kleine weiße Punkte mit der Airbrush gemacht. Und hier werde ich jetzt jede dieser Farben in der Reihenfolge, wie ich sie eben gezeigt habe, ausprobieren. Und hier habe ich relativ schnell gemerkt, dass vor allem das Dallaroni Ink einfach 4 bis 5 Schichten braucht, bis da wirklich Farbintensität entwickelt. Die Contrasts haben mich tatsächlich sehr positiv überrascht. Die hatte ich hier auch unverdünnt durch die Airbrush gejagt. Und da muss ich sagen, das Frost Hard Contrast, das war vom Farbton her eigentlich genau das, was ich wollte. Also bin ich hingegangen und habe die Stellen von meinem Modell, die weiß leuchten sollten, erst mal mit dem Pinsel in der Mitte weiß gemalt und dann mit der Airbrush vorsichtig einen weißen Leuchtkegel drumherum gespült. Hierbei müsst ihr auch echt ein bisschen dezent sein, weil wenn man zu viel Weiß drauf sprüht, sieht das Leuchten irgendwie einfach kacke aus. Dann habe ich mir das Frost Hard genommen und tatsächlich hier pur in die Airbrush gemacht und durchgesprüht. Bei den nächsten werde ich es ein kleines bisschen verdünnen, aber insgesamt finde ich den Farbton einfach sehr, sehr passend für das Ergebnis, was ich erzielen möchte. Allerdings könnte daran liegen, dass ich es unverdünnt reingejagt habe, sah mir das Leuchten ein bisschen zu flach jetzt aus. Und dann war ich so, scheiß drauf, ich probiere jetzt einfach mal was aus. Ich habe mir also Glacier Blue von Vallejo geschnappt und einfach mal Kantenakzente an die Stellen gemacht, wo es leuchtet. Also irgendwo da, wo das Licht stärker drauf treffen würde und dann nur so dran vorbeischeinen würde. Ich hatte wirklich keine Ahnung, was ich da mache. Es war auch so ein bisschen eine Verzweiflungstat, weil ich kurz Angst hatte, dass ich mir mit diesem Leuchten das Modell kaputt gemacht habe. Aber es sieht eigentlich echt gut aus. Es gefällt mir unglaublich gut und deswegen mache ich das jetzt einfach bei allen, weil es nice geworden. Manchmal muss man auch einfach mutig sein. Das Ganze habe ich dann auch so von den Farben her an der Klinge vom Speer gemacht. Da habe ich auch hinterher nochmal ein Glaze mit tatsächlich dem türkisenen Flur von Vallejo drüber gemacht, damit das ein bisschen eisiger aussieht und noch so ein paar Kantenakzente drauf gespielt. Aber Leute, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen unsicher, was ich überhaupt da an dieser Klinge gemacht habe und ob die so bleibt, weil es auch irgendwie nur so aus dem Affekt passiert ist. Ich werde euch da noch diesen Monat ein Tutorial auf Patreon zu machen, dann auch wirklich an einem Varangard-Schwert, also einer Fläche, wo man es irgendwie besser sieht, weil diese Speerklingen an den Rittern sind auch wirklich einfach nur winzig und ja, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man da gut dran sehen kann, was ich überhaupt gemacht habe. Und das war's dann tatsächlich. Mein erster fertiger Chaosritter. Ich glaube und hoffe vor allem, dass der erste natürlich jetzt ein bisschen länger gedauert hat, wie dann die 9 weiteren Ritter. Ich habe ja auch noch 12 Varangard. Ich weiß nicht, was ich tue. Bitte helft mir. Ja, aber es hat super viel Spaß gemacht. Ich bin unglaublich zufrieden. Und ich glaube, wenn ich dann tatsächlich schaffe, davon eine ganze Armee auf dem Spielfeld stehen zu haben,
wird das einfach nur richtig, richtig geil aussehen. Und das war's auch schon wieder mit dem Video. An dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank nochmal an Games Island fürs Sponsern des Kanals und natürlich auch fürs Bereitstellen meiner Armee für Suicune Rumble. Und außerdem ein richtig, richtig dickes Dankeschön auch an unsere Patrons und insbesondere unsere Paintomancer und Paintowarlocks. Und zwar Argentum, Daniel, Fandre, Frederik, Goblinlord, Jan, Pingu Tobi, Kurugawa, Sebe, Rayback, Alec Light, Alexander, Astaroff, Kluin, Dennis, Felix, Frank Peter, Freckel, Guano Master, Hopfi, Yasi, Cornflake, Kilian, Lord Sicilius, Lissander, Manfred, Manu, Markus, Matthias, Melis, Michael, Mitch, Nagashur, Nörgel, Patrick, Pankala, Robi, Sijin und Sumsi. Falls ihr uns kostenlos unterstützen wollt, schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr Affiliate-Links von unseren Partnern Games Island und natürlich auch PK Pro. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye!